FC Tirol heute aber vor ausverkaufter Kulisse am Tivoli diesen einen Punkt Vorsprung hält, dann sind die Innsbrucker Meister. Im Klartext ein Sieg heute gegen die Wiener Austria und dann kann Sturm Graz in Ried machen, was es will. Dann bleibt der Titel hier und es wird keinen Hattrick der Steirer geben. Es spricht vieles für den FC Tirol, der heute in folgender Besetzung spielt. Kerchessow im Tor, Kogler, Knaus, Grudler, die bewährte Abwehrreihe. Watzinger, Bauer, Anfang, Marasek, auch das in Bestbesetzung. Dreimannsturm heute mit Kirchler, mit Gilewitz und mit Markus Scharrer anstelle des gesperrten Edi Glieder. Und das ist schon der erste Punkt, der für die Tiroler spricht. Sie können praktisch wieder in Bestbesetzung auflaufen. Und da hat der FC Tirol schon schwierigere Zeiten heuer oder in dieser Saison überstehen müssen. Dazu hinten auf der Nordtribüne alles dicht. Seit mehr als einer Woche ist diese Partie ausverkauft. Blick in den Sektor der Austria-Wien-Anhänger, auch da recht gut gefüllt. Und die Mannschaft der Wiener heute mit Knaller im Tor, dann Tamandl als Libero, auch schon zuletzt Scharner und Anton Pfeffer heute in seinem Abschiedsspiel als Manndecker. Kopfer, Leitner, Dospel, Plasenecker, das Mittelfeld, dann Stari ein bisschen nach vorne gezogen. Christian Meyerleb und der umstrittene Einsatz von Patrick Jeschek. Die Wiener übrigens mit einigen personellen Sorgen. Schmid, Stöger, Wagner, Ivancic verletzt, dazu natürlich Datoro gesperrt. Also gibt schon personelle Sorgen in der Mannschaft von Ernst Baumeister. Und jetzt kommen sie aufs Feld. Stimmung auf dem Tivoli, Fahnen mehr, 15.400 bis auf den allerletzten Platz ausverkauft zum großen Finale. Radoslav Gilewitz wird es errichten, wird er hinten als Libero seine Verteidiger zu einem Nullspiel leiten, dirigieren. Nur 6 Gegentreffer haben die Innsbrucker zu Hause überhaupt zugelassen. Rodlo, Cherchessow und Kapitän Michael Bauer, der, wenn es für ihn gut läuft, in 1/3 Viertelstunden die Meisterschale vielleicht schon oder ein bisschen später in Empfang nehmen darf. Christian Meyerleb, auch er hat schon für Innsbruck gespielt und viele junge Spieler, auf die die Wiener Austria in Zukunft setzen wird können. Patrick Jeschek und Jürgen Leitner. Die Aufgabe, die Rolle, die sich die Wiener Austria hier selber zugedacht hat, ist eher jene von Unterhaching. Man sagt zwar selbst, wir wollen nicht Meisterkiller oder Meistermacher sein. Wir wollen eine gute Partie liefern und das ist für die Tiroler schwer. Dieser Partie betraut. Stimmt, keine leichte Aufgabe für ihn, denn was von außen, was sozusagen als 12. Mann der Tiroler Mannschaft von außen einwirken wird aufs Spiel. Es hat in den letzten 10 Jahren insgesamt 6-mal eine Entscheidung am letzten Spieltag gegeben. Nur ein einziges Mal gab es dann wirklich sowas wie ein Überholmanöver. Die Wiener Austria war es 1992, als man Salzburg im direkten Duell als Nieder noch abgefangen hat. Und die Tiroler haben auch schon einmal negative Erfahrungen gemacht. Das war in der Saison 73-74, als man als Spitzenreiter am Schlusstag noch den Titel verpasst.
ersten Fans und sich dorthin begeben, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ja, Rückzug ist angesagt. Sicherheitsvorkehrungen natürlich enorm um dieses Spiel. 200 Exekutivkräfte sollen aufgeboten worden sein auf dem Rasen. Personell die Größenordnung wie eh und je, 11 gegen 11. Patrick Jeschek. Steil gespielt, Roland Kirchler. Und erste gefährliche Situation. Aber schlussendlich Scharner dann klärt zum Seitenaus. Anfang. Gleich vor Checking gespielt bei den Tirolern war natürlich die Devise von Kurt Jager vor dem Spiel. Gleich vom Beginn an Druck machen. Kirchler, da haben wir noch einmal die Chance. Vorlage herein. Und dann kommt Gilewitz ein bisschen zu spät. Scharner schon da und putzt aus. Bauer. Gespielt. Erster herrliche Versler von Bauer, dann setzt sich Gilewitz energisch durch. Und Kirchler von hinten als Vollstrecker der Maßflanke von Bauer. 1:0, 2 Minuten gespielt. Das ist die Reaktion von Kurt Jara. Er ist gekommen. Erst 2 Monate nach dem letzten Meistertitel, Roland Kirchler. Gemeint, ich brauche ihn ganz nötig. 10 Kameraden, 10 Teamkollegen beim FC Tirol, die sind schon Meister, nur ich nicht. Einzige Nationalspieler derzeit, einzige fixe Größe, Team von Kurt Jager, der auch Team gefragt ist mit einer super Saison im Frühjahr. Zuletzt 3 Treffer in Tirol, der Siegtreffer gegen Rapid und jetzt auch noch die Führung im Schlussgang. Anfang auf Gilewitz. Lassenecker Fehler gegen Watzinger. Riesenmöglichkeit zum zweiten, Gilewitz. Anfang. Bauer, Watzinger. Schön gemacht. Da bekommt er den Einwurf. Dauerdruck in der Anfangsphase. Da haben wir es noch einmal. Watzinger. Nicht leicht zu nehmen aus vollem Lauf. Dann noch einmal hereingespielt. War eine Möglichkeit für Radoslav Gilewitz.
Nummer sicher. Riesendruck in der Anfangsphase des FC Tirol. Bauer. Jürgen Leitner, guter Einsatz. Ja, ein erster Blick nach Ried. Zu der ersten kleinen Chance für Sturm, ein Freistoß aus guter Entfernung, etwas über 20 Meter, relativ zentral nach einem Foul an Juran. Es stehen Vastic und Kocian beim Ball. Und Kocian, ja, recht mit der ersten Chance, mit dem ersten Schuss des Spiels, das 1:0 für Sturm durch Tomislav Kocian. Der 9. Saisontreffer für den ehemaligen Kroaten. Sturm führt 1:0 aus diesem Freistoß. Keine Reaktion von Orange. Mauer offenbar schlecht gestanden, aber umso besser hat er getroffen, Tomislav Kocian. Der SK Putigammer Sturm Graz führt mit 1:0. Torschütze mit der Nummer 21. Ideal angeschnitten der Freistoß von Kocian. Ja, und nach diesem Führungstreffer von Sturm wieder zurück nach Tirol. Also, die Steirer haben nachgezogen, nur jetzt müssen sie warten und hoffen, dass die Wiener Austria... Minute ist nichts passiert, also Sturm führt ebenso wie der FC Tirol mit 1:0 hier in Ried. Sturm übrigens mit derselben Aufstellung wie letzte Woche beim 7:0 daheim gegen Lustenau. Das war ja damals die Egalisierung des Bundesliga-Club-Rekords. Allerdings seit dem 1:0 keine Torchance für die Grazer. Schiedsrichter der Partie, der jetzt hier, wie mir scheint, doch Freistoß gegeben hat, ist Günther Benkel, der EM-Schiedsrichter. Ja, und nachdem Sturm im Moment nicht in Tornähe ist, zurück zu Thomas König. Na, tja. In Storne, unglaublich, Brodlo mit nach vor, fast hätte er noch ein Tor gemacht. Ja, Friedel Konzilia hat auch kurzen Schrecken wohl miterlebt, schön gespielt von Markus Scharrer, befasst mit Kirchler, dann überspielt Scharrer, Torhüter Wolfgang Knaller und setzt den Ball an den Pfosten. Ein glänzender Techniker, dieser Markus Scharrer, heute für Eddie Glieder vorne im Angriff mit dabei. Position von Christian Meyer-Leb. Läuft alles wie gehabt für Kurt Jara und seine Mannen. All jene, die gemeint haben, dass vielleicht das Nervenkostüm bei den Tirolern in den letzten paar Runden noch einmal wackeln wird, dem war nicht so, dem ist auch heute bis dato nicht so. Sehr souverän die Vorstellung des FC Tirol der gesamten Saison. Es gab einmal, Sie erinnern sich vielleicht noch, einen Durchhänger mit 3 Niederlagen in Folge, aber das war nach einem fulminanten Auftakt. Aber dann hat sich die Mannschaft wieder gefangen, sich kaum Blößen gegeben. Auch beim 1:4 gegen Sturm haben die Tiroler spielerisch wirklich gut ausgesehen. Meyer-Leb gegen Prudlo. Und die nächste Ecke.
Snicker. Hält sich kurz Markus Anfang im Kopf. Und Markus Scharrer stürmt. Gillewitz in Position. Halber Meter zu kurz. Radoslav Gillewitz. Schön. Der Außenriss da reingezirkelt. Bisschen zu steil. Kritische Szene im Strafraum, fliegender Wechsel und Schiedsrichter Manfred Schückengruber hat schon eine Karte in der Hand. Bumm. Klares Foul von Czerczesow. Gelbe Karte und eine Sache. Also, während es noch Diskussionen gibt, macht sich Christian Meyerleb schon parat. Ausgleich in Innsbruck. 28. Spielminute. Die Wiener Austria gleicht aus. Super geschossen von Christian Meyerleb. Und damit wird der FC Tirol wieder kräftig am Temporad drehen müssen. Denn im Augenblick läuft alles für Sturm Graz. Kirchler. Gillewitz. Handspiel. Daneben. Hat kurz nach einem Handspiel ausgesehen. Ach, da lacht Hannes Kartnick. Großer Jubel natürlich auch bei den Sturmfans. Die haben den Ausgleich mitbekommen. Und mit diesem Stand in Innsbruck, mit dem Stand hier in Ried, wäre Bundesliga Sturm österreichischer Fußballmeister. Daher natürlich der große Jubel. Jetzt ist es richtig spannend geworden auf den beiden Schauplätzen dieses Finales. Ja, auf dem Spielfeld ist hier nicht allzu viel passiert. Und ich denke mir, alle sind gespannt, was sich in Tirol tut. Da läuft der nächste Angriff des FC Haller. Ah, der Austria-Schlussmann wälzt sich da am Boden. Da sehen wir es noch einmal. Natürlich, Bauer geht da voll auf den Ball, so gut es geht. Ui. Und trifft Wolfgang Knaller eigentlich dort, was besonders weh tut, auch wenn man da einen Sonderschutz trägt. Zack, ah, trifft ihn vielleicht ein bisschen weiter unten beim inneren Oberschenkel. Sieht dafür natürlich zurecht die gelbe Karte, ist eben gestreckt mit dem Bein dahergekommen. Absicht war es keine. Versuch des Tirol-Kapitäns. Natürlich hier noch zum Torerfolg zu kommen, setzt nach und ist dann voll mit seinen Stollen im Oberschenkel von Wolfgang Schneider. Der Spielstand 1:0 für Sturm und immer noch wäre bei diesem Spielstand Sturm zum dritten Mal hintereinander österreichischer Meister. Eckball. Ivica Vastic. Da hat nicht allzu viel herausgeschaut.
Ja, die Aktionen beider Mannschaften enden großteils am Strafraum und daher wieder der Blick dorthin, wo ja Tirol das Schicksal doch in der eigenen Hand hat, nämlich zum Tibur. Jinewitz! Watzinger gut gestört. Ja, sind jetzt ein bisschen bissiger auch geworden, die Wiener. Magasek. Ja, gibt noch einmal Freistoß. Malasek. Sechste Golle im Strafraum drinnen. Man braucht den 12. Mann noch ganz, ganz dringend, denn im Augenblick ist Sturmmeister, wenn es bei diesen Spielständen bliebe und damit gleich wieder nach Ried. Ja. Ja, viel hat nicht gefehlt und es stünde auch hier 1:1, denn Rotbauer hatte vor etwa einer Minute eine Riesenchance allein vor Schickelgruber, hat aber zu ungenau geschossen. Ja, jetzt auch hier der Halbzeitpfiff 1:0 für Puntigamer Sturm. Die Grazer haben übrigens nach dem Tor 33 Minuten bis zum zweiten Schuss gebraucht. Blöckin war es. Aber Sturm wäre zur Halbzeit österreichischer Meister, wenn diese Spielstände bis zum Ende bleiben. Ja, damit zurück nach Innsbruck. Ja, Pausenstand also 1:1 auf dem Innsbrucker Tivoli. Sollte es bei diesem Spielstand bleiben, dann wird vermutlich dieses Elfer-Foul von Stanislav Czerczesow an Plasenegger noch für sehr viel Gesprächsstoff sorgen. So wie immer, wie auch schon in den anderen, naja, das ist nicht unbedingt notwendig, wie in den anderen vorausgegangenen 35 Runden, haben wir auch in der 36. Runde bei unserem Live-Spiel ein Gewinnspiel, nämlich das Top-Goal-Gewinnspiel. Die Auflösung von der letzten Runde, die lautete Casino Schwarz-Weiß-Bregenz, hat die meisten Gegentreffer erhalten. Hier unsere neue Frage. Top Goal, das Bundesliga Live. 1:1, das heißt, beim jetzigen Stand der Dinge heißt der österreichische Meister zum dritten Mal in Folge Puntigamer Sturm Graz. Aber 45 Minuten stehen für beide Mannschaften noch auf dem Programm. In Kürze geht es hier weiter. In Kürze meldet sich wieder unser Kommentator Thomas König. Ich bin der Max. Und ich habe drei große Schwestern. Meier ist da. Und es gibt gleich Sprechchöre für den jungen Mann, der jetzt erstmals am Ball war. Meier. Man muss aufpassen. Da hat Watzinger noch ganz kurz versucht, ein bisschen danach zu hackeln. Gelbe Karte für Thomas Dachs. Zack, volle Sense, überhaupt keine Diskussion, das ist gelb. Tribüne hinten Koch, Kirchler. Bauer! Tor 2:1! Ja,
Riesenbegeisterung. Präsident Kerscher und der Rest der Tirolbank. Damit sind die Karten wieder neu gemischelt. Und den Haupttrumpf, den haben wieder die Innsbrucker in Händen. Er war schon dabei beim letzten Meistertitel. Ja, nur 25 Minuten hat also die provisorische Meisterherrlichkeit von Sturm gedauert. Daran ändert auch nichts, dass es immer noch 1:0 für die Grazer steht. Einen Austausch gab es, Stürmertausch bei Ried, Fading für Lauers, also keine Änderung beim Spielstand in Ried. Und auch hier alles unverändert. 2:1 der FC Tirol vorne. Anweisungen taktischer Natur. Waches Auge ist gefragt. Jetzt dürfen die in Violett weiß. Wolfgang Mayer, schön gemacht. Naja. Jammert, beschwert sich Marasek. Und beschimpft er auch noch. Hopfer, da haben wir das Duell noch einmal. Also da war nicht wirklich was zu sehen. Und dann gleich noch einer. Und ideal ins Loch gesprintet nach diesem Fairpass von Anicic ist Fading. Und damit 1:1. Und jetzt fehlt Sturm gleich zweierlei. Der Siegestreffer hier und der Ausgleich der Austria in Innsbruck. Ja, jetzt darf man sich die Butter natürlich nicht mehr vom Brot nehmen lassen. 78. Spielminute. Der FC Tirol hat alles in der Hand. Kirchler. So, da machen sich noch zwei Innsbrucker zum Wechsel parat. Die Ecke ausgeführt und gleich noch einmal, der Schüttengruber blickt noch nicht darüber. Ah, bringt natürlich noch einmal Zeit für Kurt Jara und seine Manda. Jetzt ist der Wechsel angezeigt. Aus dem Spiel Markus Anfang zum einen. Er wird abgeklatscht. Nicht nur bei den Fans, auch bei den eigenen Spielern. Klasse Partie wieder von ihm. Vom 25-jährigen Deutschen. Für ihn im Spiel. Auch ein Ex-Meister schon beim FC Tirol. Alfred Hörtnagel. Ja, Doppeltausch gibt es natürlich nicht. Ein bisschen, das ist absolut legitim, darf man so auf Zeit spielen. Und ja, da wird noch einmal wechseln. Sehr kampfkräftiger Mann, ein schneller Mann, Kirchler. Ah, zeigt Gilewitz, dass da die Hand dran war. Schimpft gleich wie ein Rohrspatz hinterher. Und hinten wird schon gefeiert. Aber noch ist es nicht so weit. 1,5 Minuten plus Nachspielzeit. Gilewitz. Perfekt gemacht. Jetzt aufgerissen den Ball. Nächste Ecke.
Spielchen noch einmal versucht. Und diesmal hat es nicht geklappt, aber hat Schiedsrichter Schüttengruber ein Foulspiel gesehen. Rempler in Richtung Kilewitz, der liegt noch immer am Boden, ein bisschen nicht weiter tragisch. Jetzt wird es hektisch. Anton Pfeffer, Bauer, Marasek, unnötig. Waren 1996 mit Rapid Marasek und Barisic. Das ist der Schlusspfiff. Der Meister 1999-2000, der heißt FC Tirol Milch Innsbruck. Der Jubel des Chefs, der Meistertrainer mit seinem ersten Titel als Trainer. Ein 2:1 im Schlussgang vor eigenem Publikum gegen eine wacker kämpfende Wiener Austria. Aber das Nervenkostüm der Innsbrucker hat, wenn es vielleicht 5 Minuten in diesem Spiel gelangt, viel mehr war es nicht. Natürlich hier der Rasen gestürzt.
alles unter. Manfred Gabrieli, bitte. Der Thomas soll zu mir gehen. So, ist klar, im Trubel Riesenprobleme unten, den Rainer haben aber beim Trainer. Gut, ja, unglaubliche Szene, diese Gesamte. Herzliche Gratulation, der erste Meistertitel für Sie als Trainer, Sie waren sechsmal Spielermeister. Was bedeutet das für Sie? Ich glaube, es ist eine Heimatstadt, als Trainer Meister zu werden, Schöneres gibt es, glaube ich, nicht. Und ich muss allen... Trotz all dieser Erfolge, die Sie gefeiert haben als Spieler? Das ist egal, das ist absolut das Schönste im sportlichen Bereich. Weil ich muss sagen, was in diesen Jahren mal passiert ist in Tirol, das kann man sich nicht vorstellen. Ein Danke an die Mannschaft, an alle, die mithalten, an das super Publikum. Aber es ist eine Verpflichtung, aber jetzt freuen wir uns einmal und es ist sensationell, was da passiert. Ich weiß nicht, ob man das so genau sieht, aber Sie haben sogar ein bisschen Tränen in den Augen. Dabei war es ja zeitweise noch ein bisschen eine Zitterpartie. Wieso ist es noch ein bisschen eng geworden? Und haben Sie auch gewusst, dass der Sturm zwischenzeitlich Meister war? Ich war immer informiert, aber ich wollte es der Mannschaft nicht weitergeben, weil ich gesagt habe, wir müssen gewinnen. Und Austria hat alles gegeben, aber wir haben Gott sei Dank gewonnen. Wir werden heute, und wie lange wird heute gefeiert? Bitte? Wie und wie lange wird heute gefeiert? Ich weiß es nicht, bis ins Morgengrauen sicherlich. Okay, danke jetzt mal für dieses erste Interview. Ja, und wir gehen wieder zu Thomas König. Ha, beeindruckende Bilder, tausende Fans. Natürlich ab. Vielleicht sind es 5, 6, vielleicht sind es 8000, die hier schon den Tivoli stürmen. Meisterleiberl, die hat man vorsorglich natürlich schon vorgedruckt. Und der FC Tirol, er hat nicht gewackelt. Nach 71, 72, 73, 75, 77 und den Meisterjahren 89 und 1990. Jetzt also nach 10-jähriger Pause das nächste Meisterstück mit einem Tiroler als Cheftrainer. Und Rainer Pariasek hat den nächsten Meister bei sich. Ja, wir gratulieren auch dem Torhüter Stanislav Cercesov. Mittlerweile ist Leiberl schon losgeworden. Nein, ich will behalten, aber alles haben sie von mir rausgemacht. Für Sie ist das nicht ein neues Gefühl. Sie waren ja schon 5-mal Meister mit Spartak Moskau. Ja, aber das ist 6. Mal ein Meistertitel. Aber es ist das erste Mal Ausland. Dazu 37 Jahre. Dazu letzte Mal in Jahrhundert. Ja, richtig. Na, Meister 2000. Ja, ja gut. Was war denn da bei dem Elfmeter? Okay, ich habe gerade mit Schiedsrichter noch gesprochen, weil alles pfeift jetzt gegen Torwart. Wenn Torwart geht durch, natürlich, Gegenspieler wartet und macht Spekulationen, das ist Elfer. Okay, kein Problem. Wir sind Meister. Meister 2000. Egal, wie man es rechnet, ob letzter Meister des letzten Jahrhunderts oder erster Meister im neuen Jahrhundert, die Saison heißt 99-2000. Und sie stand ganz im Zeichen des FC Tirol, der vor allem dank der besten Bilanzen in den direkten Duellen mit Sturm und mit Rapid Wien den Meistertitel hier geholt hat. Rennen der Freude bei Markus Scharrer. Das war klar, dass das so passiert, aber es war, wie gesagt, eine Zitterpartie und wir haben im letzten Spiel ganz leicht den Elfen gezeigt, was wir vorher nicht gezeigt haben, aber wir haben zwar ein schnelles Tor erzielt, aber dann den Elfmeter. Aber warum? Ich würde gerade sagen, warum das schnelle Tor und dann ist noch irgendwie der Rückfall gekommen. Ja, stimmt. Man kriegt da in der Phase, vielleicht haben wir weniger Erfahrung mit Titelkämpfen und da kriegt man vielleicht ein bisschen schwere Füße und ein bisschen Herzflattern, aber Gott sei Dank hat der Michael das Tor gemacht und das haben wir es geschafft. Sie haben vorher gesagt, für Sie ist es ist ja der erste Meistertitel. Es muss heuer klappen, weil möglicherweise, wer weiß, ob noch über die Chance kommt. Stimmt, ja. Ich sag, die Chance war so groß wie noch nie. Und nächstes Jahr wäre es sicher schwerer gewesen, weil Sturm und Austria Wien zeigt ein super Spiel. Und alle Mannschaften werden wieder aufrüsten. Und sie haben gesagt, die Chance kann man es ihnen gehen lassen. Und Gott sei Dank ist es passiert.
Habt ihr eigentlich gewusst, dass der Sturm sehr lange 1-0 geführt hat? Wir haben gar nichts gewusst, das wollten wir schon die letzten Spiele der Trainer nicht wissen. Und wir haben in der Halbzeit auch nichts gewusst. Wir haben gewusst, wir müssen gewinnen, weil wir sicher mit dem Sieg von Sturm gerechnet haben. Ja, und haben zweite Halbzeit noch das Tor gemacht und ja, dann haben wir mit wenig Zittern, sage ich, den Sieg drüber gebracht. Wird heute halt noch eine lange Nacht. Ich weiß es nicht, der Bürgermeister hat gesagt, die freie Nacht wird vielleicht ausgesprochen. Und dann wird's. Alles klar, danke. Das war der Markus Anfang und im Punkt Erfahrung mit Meistertitel, jetzt hat sich auch Roland Kirchler diesbezüglich Erfahrung angeeignet. Er war ja einer der wenigen der Stammelf, die noch nicht Meister gewesen sind. Das gleiche gilt übrigens für Markus Anfang, der da den Roland Kirchler vom Interview noch weggeschnappt hat. Und wir schauen noch einmal jetzt kurz nach rechts. Ja, noch hier im Innviertel ist das Spiel natürlich längst zu Ende. Der Endstand, es ist beim 1:1 geblieben durch die Tore von Kotzian und Fading. Hannes Kartnick, Bilder aus dem Tivoli, die Sie an sich gewohnt waren in den letzten Jahren. Sensationelle Begeisterung. 25 Minuten lang war Sturm sogar Meister heute. Am Ende hat es nicht geklappt. Sie haben vorher schon gesagt, es wird sich nicht ausgehen. Sie haben recht behalten. Was sagen Sie jetzt? Schauen Sie, jetzt zuerst einmal eine Gratulation nach Innsbruck. Ich habe immer gewusst, die Tiroler sind keine dummen Menschen. Die können auch Fußball spielen. Ich freue mich auch, dass die das durchgehalten haben. Und sie waren ein würdiger Meister, denn wir waren eigentlich 14 Punkte hin. Wir haben die Meisterschaft noch spannend gemacht, indem wir noch zuletzt aufgeholt haben, die Punkte. Aber ich muss sagen, großes Lob nach Innsbruck. Vor allem dem Kurteljahrer Königsheuer. Er ist wirklich ein ausgezeichneter Trainer, was er hier geleistet hat. Und der Martin Kerscher, auch dir Gratulation, dein erster Titel, ich freue mich auch für dich und ich wünsche euch für den Europacup natürlich alles Gute und ich hoffe, ihr macht auch viele Punkte für die Meisterschaft, also für den Europacup, die Punkte sind für uns wichtig. Mein Gott, bei uns ist es heute nicht so gelaufen, wir haben aufgeholt, aber die Welt geht nicht unter. Wir wissen, dass wir einen guten Fußball spielen und ich glaube, im Europacup werden wir so einiges mitreden können. Ich möchte von Ihnen angesprochene Aufholjagd auch noch einmal aufgreifen. Ich glaube, in jedem Fall, Sturm hat eine starke Saison gehabt. Von den letzten 13 Spielen jetzt 11 gewonnen. Kann man auf der anderen Seite an diesem Unfall, Ausrutscher in Bregenz, das Ganze jetzt aufhängen, festmachen, warum es nicht geklappt hat? Naja, das war ein kleiner Fehler, aber der Fehler liegt wahrscheinlich schon im Herbst, war das, wo wir Champions League gespielt haben. Und das hat so viel Kraft gekostet. Da waren wir so weit hinten. Und für mich als Kenner des Fußballsports war das fast unmöglich, dass wir dann auch meistern. Ich habe schon einmal den Innsbruckern gratuliert zum Meister und ich habe recht behalten, dass sie das werden und ich bin nicht böse. Ich muss sagen, wir sind auch zufrieden. Sturm bleibt Sturm, ein Vizemeister und in den letzten Jahren, was wir hier geleistet haben in Graz, das kann man auch herzeigen in Österreich und wir spielen einen gepflegten und schönen technischen Fußball, seit Ossim bei uns ist und ich möchte auch an den Trainer und an allen Fans Danke sagen, dass sie zu uns gehalten haben in den bei den Spielen dabei waren und liebe Grazer Steirer, seid nicht traurig, ein zweiter Platz ist was Wunderschönes. Wir werden weiterarbeiten und nächstes Jahr gibt es auch eine Saison, dann gehen wir es gleich von Start weg ordentlich an. Danke vielmals, Hannes Kartnick. Ja, das war's aus Ried im Innkreis. Zurück wieder nach Innsbruck aufs Tivoli. Jubel, Jubel und ein begeisterter Hannes Kartnick gleich hinunter, ein vierer Hannes Kartnick und gleich hinunter zum Rainer wieder. Ja, von einem Präsidenten zum Tirol-Präsidenten, zu Martin Kerscher. Herzliche Gratulation zu diesem Meistertitel. Hannes Kartnick hat gratuliert. Inwieweit haben Sie eigentlich noch gezittert vor dem Spiel und während dem Spiel? Ich habe immer gesagt, dass es bis zur letzten Minuten dauern wird. Und so ist es auch passiert. Sturm Graz ist ein wirklich übermächtiger Gegner, kann ich jetzt sagen. Ich darf auch jetzt sagen, dass Sturm Graz mindestens so eine gute Mannschaft ist wie wir. Aber wir haben es geschafft und wir sind überglücklich drüber und gratuliere der ganzen Liga für dieses Finale. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder so ein Finale sehen werden. Jetzt können wir mal fragen, wie hoch ist eigentlich die Meisterprämie für die Spieler? Weiß ich nicht, interessiert mich heute überhaupt nicht. Aber die Spieler wird es interessieren. Ich glaube auch nicht, dass die Spieler heute interessiert, nicht in diesem Moment. Das wird sicherlich heute sehr lange gefeiert werden. Was steht alles am Programm? Ich weiß nicht, ich habe mich nicht kümmert drum. Aus Aberglaube? Aus Aberglaube. Es ist unglaublich, was da passiert und werden wir sehen, was noch passiert. Ich wünsche eine schöne, eine lange Feier. Danke, Enzlein. Martin Kerscher für dieses Interview. Ja, wir kommen langsam aber sicher mal zu einem vorläufigen Ende.
Aber es fehlt natürlich noch die Auflösung bzw. die Erinnerung zu unserem Top-Spot-Gewinnspiel. Top Goal, das Bundesliga-Live-Gewinnspiel des ORF. Die Frage von heute, wie heißt der Titelverteidiger in der Max-Bundesliga? Rufen Sie die Max-Top-Goal-Hotline und wählen Sie Antwort A, B oder C. Und diese Preise winken bei der richtigen Antwort. Der Saisonpreis. Gewinnen Sie ein Fertighaus wie kein anderes. Das neue Studiohaus von Hando. Großzügig außen und innen. Für Generationen. Das Haus mit großer Dachterrasse. Der Matchpreis. Gewinnen Sie eines von 10 Euro 2000 Spielen von EA Sports für Ihren PC oder Ihre Playstation. Die Gewinner des Saisonpreises und der Matchpreise erfahren Sie im ORF Teletext auf Seite 676. In Kürze geht es weiter mit Hans Huber aus dem Studio in Wien mit der Sendung Bundesliga. Aber keine Sorge, liebe Fußballfreunde, bei der Meistertellerübergabe sind wir natürlich sofort wieder hier auf dem Innsbrucker Tivoli. Jetzt aber mal kurz ab nach Wien. Anteil an diesem Erfolg hat allen voran Kurt Jager. Die Mannschaft war in Summe einfach die stabilste. Vielleicht ein bisschen unterschätzt, die wenigsten hätten gedacht, dass der Meister am Schluss FC Tirol heißt. Noch weniger haben wahrscheinlich mit diesem fulminanten Saisonauftakt gerechnet, als die Innsbrucker in den ersten 12 Spielen 11-mal als Sieger vom Platz gingen und damit den Grundstein zu diesem Erfolg, zu diesem 8. Titelgewinn der Vereinsgeschichte gelegt haben. Danach gab es einen kleinen Hänger, 3 Spiele in Serie wurden damals verloren, aber das war es dann auch. Kurt Jager hat es auch dort verstanden, die Mannschaft aus diesem kleinen Tief herauszuholen. Und ist der Tabellenführer überwintert, hat diese Führung kurzfristig abgeben müssen im neuen Jahr. Aber mit dem 1:0 Erfolg hier auf dem Tivoli wurden die Weichen noch einmal neu gestellt und seit dort haben sich die Innsbrucker nicht mehr vom Platz 1 verbringen. Und er, der Königsmacher, er ist der König heute selber. Kurt. Michael Bauer, der Meisterteller, vor 10 Jahren auch in den Ende gehalten. Aber so habt ihr gewusst, wie das sich anfühlt? Nein, gewusst habe ich es nicht, weil ich glaube, die Medaille, die sie da haben, hat das schon verschimmelt, aber es freut mich, dass sie jetzt ein Wahnsinn war. Da sagt man immer, man vergleicht dann immer, welcher schöner war. Was würden Sie sagen? Na, für mich ist der schöner, weil dort bin ich mit 19 Jahren dazugekommen. Und was sagen Sie dazu? Ja, viele sagen, es ist wie beim Wein, wenn man älter wird, wird
so ist bei mir momentan auch. Was glauben Sie, wie die heutige Nacht noch enden wird? Ja, ich glaube, das wird in die Nacht werden, das wird die Früh werden, in der Früh werden, weil ich glaube, heute ist in der Stadt alles offen bis in der Früh und da werden wir eh kräftig feiern. Danke und nochmal herzliche Gratulation, Michael. Danke. Von dem Frühjahr war es einmal ein bisschen schwierig, aber wie wir dann die ersten zwei Spiele gewonnen haben, da hat es den Anschein gehabt, es könnte gehen. Und wenn man das heute sehen hat, ist es natürlich relativ knapp. Aber nachdem wir also der frühere Meister 1:1 gespielt haben, haben wir eigentlich doppelt gewonnen. Wir haben Tivoli gewonnen und dort auch. Danke, ich sage danke herzlich, auch Ihnen noch eine schöne Feier. Und den Radoslav Nilewitz haben wir auch noch da. Rado. Er wird gerade umarmt von seinem Trainer. Radoslav, auch Ihnen herzliche Gratulation zu diesem Meistertitel. Sie haben sehr, sehr viel dazu beigetragen mit Ihren Toren. Überwältigt von der Stimmung hier. Ich bin sprachlos. Also ich kann mir immer noch nie glauben, dass wir Meister sind. Und Kompliment an ganze Mannschaft und an die Fans, an der medizinischen Abteilung. Wir haben sehr gut seit eineinhalb Jahren, seit ich hier bin, wir haben sehr gut viel gearbeitet und wirklich gute Leistung gebracht. Und muss man auch sagen, Kompliment an Sturm Graz, die haben auch sehr gut bis Ende gespielt. Wir haben schon 14 Punkte Vorsprung gehabt vor Sturm und dann kommen die Verletzten dazu und heute ist entschieden. Es freut mich natürlich riesig. Ich sage danke, herzliche Gratulation, Radoslav Nilewitz, auch Ihnen noch eine schöne und lange Feier heute. Wir machen hier jetzt einmal Schluss am Endpunkt der Tivoli-Stadion. Der Fußballmeister der Max-Bundesliga des Jahres 2000 heißt also FC Tirol Milch und mit diesen Bildern hier gehen wir jetzt wieder zurück nach Wien. Ja, tolle Jubelstimmung, tolle Feiern auf dem Innsbrucker Tivoli. Wir gratulieren natürlich auch. Das Spiel schon frühzeitig entschieden.